Grüße, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Panther Replay mit mir, dem Seppo. Oh Wunder. Und heute ein Spiel vom lieben Core74 in seinem, nicht VK, in seinem Panzerkampfwagen 7, dem noch neueren Tier 10 Heavy der deutschen, hier auf der schweizischen Schweizer Map Bergspaß. Ihr seht, der Panzer hat so ein kleines Model-Change-Zeugs bekommen. Hat jetzt hier zwei komische Dumbo-Ohren auf den Seiten, die aber, glaube ich, nicht als Modell gelten. Sprich, keine Heat-Abfangen, keine Panzerung, kein gar nichts. Einfach nur da, ne? Irgendwie ist es in letzter Zeit so gebraucht bei WoT, dass die Panzer gar nicht mehr richtig modelliert werden. Hust, hust. Ja, wie gesagt, neue Tier 10 Deutsche, was zahlt ihn aus. Ich glaube, es war vor allem die Waffe, die er hier hat, die Jagdtigerwaffe mit seinen 560 Damage und 258 Penetration und mit APC auf 315 hochkommt. Fährt hier mit den kleinen Ersatzteilkisten und einem automatischen Feuerlöscher. Ja, ich glaube, ziemlich alles normal. Hat hier das schöne Matchup gekriegt, dass er hier ein Top, einer der Top 3 ist. Das schöne neue Matchmaking, was kein Schwein will. Ich habe wieder meine Mods gezogen. Mein GDZ Modpack. Draußen gewittert es gerade. Vielleicht hört man es so ein bisschen. Ja, er fährt hier ganz standardmäßig jetzt erstmal Richtung die Heavy-Ecke. T34 bleibt hier erstmal stehen. KV4 wird erstmal geblockt vom T34. Übrigens, im letzten Video habe ich gesehen, das farbenblinde Zeugs, das funktioniert an sich, aber in den Replays haben sie es immer noch nicht geschafft zu fixen. Also sprich, in den Replays funktioniert es immer noch nicht. Hat jetzt den ersten Schuss von Chrysler gebounced. Der Panzer hat da wirklich eine recht nette Panzerung. Das Problem ist halt einfach, sobald man ihn ein bisschen seitlich rankriegt, kann man hier, vor allem in der Sidescape, bleib mal stehen, Core, kann man hier an diesen Backen hier unten dran recht einfach durchknallen. Aber auf die Entfernung, ja, glaube ich, eher weniger. Vor allem auf gegen die Panzerstufen hier. Der Defender hier unten im Wasser. Keine Ahnung, was der macht. Schade, hat er nicht mehr gekriegt. Die S3 macht gegen auch irgendwelche Sachen, die sie nicht machen müsste. Keine Ahnung. Wollt ihr den Schuss abgeben, der liebe Core? Dreht sich jetzt aber hier um und entscheidet sich wahrscheinlich, ja, legitimerweise dem E5 zu helfen zu gehen. Gegen den IS-4. Schmeckt hier so lecker nach Regen. Hallo. Ja gut, der Film hat gerade einen CDC rausgenommen. Lädt sich auch gleich mal auf APC nach. Okay. Gegen den IS-4 hätte ich jetzt nicht gedacht, dass gegen den brauchst du eigentlich nicht mal unbedingt APC, mal aus einem einfachen Grund, dass du dreimal höher bist als der und dem einfach mit jedem Schuss durchs Turmplättchen oben im Dach durchballern kannst. Aber okay, wollen wir mal schauen, was mit seiner APC hier raushauen tut. Ansonsten sieht das ganze Gefecht an sich eigentlich recht stabil aus momentan. Hier die ewigen Kandidaten hier unten im Wasser. Die Brücke wird hier vom T30 gehalten. Der WZ hat sich hier hochgeklettert, was der auch immer da oben dann machen will. Wahrscheinlich kann hier oben nämlich gar nicht wirken. Ja, und sonst hier den Mittelbewacher, die Art, die Korde den Stein reinfährt. Gut gemacht, Junge. Ja, jetzt endlich ist er geschafft, hat es geschafft und ist hier an der Front angekommen. Ihr merkt, der Panzer ist nicht irgendwie so der schnellste. Musik, wie wäre es, wenn Musik kommen würde? Danke. Hat jetzt hier kein Problem, dass hier die Achte hier ein bisschen ihm vor der Flinte durchfahren, aber irgendwie nichts machen. Ja, T34 hat, glaube ich, nicht so Spaß daran. Jetzt mal schauen, wie er fährt jetzt hier normal vor, nicht irgendwie sidegescrapped oder so. Und hier kann er natürlich wunderbar gleich mal mit dem T10 ein durch die Frontplatte knallen. Und der T10 selber bounced da. Jetzt muss ich aufpassen, weil ich von rechts den Chrysler kriege. Ich muss hier ganz kurz einen Schluck trinken. Push jetzt hier aber weiter mit dem E5 lockerst auf die da drauf. Der Chrysler rechts, der. Ja, der schießt wahrscheinlich auf den E5. Ja, tut er. Aber, ja, jetzt schaut E5 hoffentlich endlich mal auf den Chrysler. Und da kann ich mich hier den Core auch arbeiten. Oh, bei der Boom, Herz den gerade zerrissen, den lieben E1. Vom WZ von hinten sogar rausgeschossen, also jetzt kann der WZ tatsächlich wirken. Kriegt ja auch gleich mal Instant Heat von der ES4 in die Fresse. Gut, der hat ja auch immer noch APC, denn wahrscheinlich hat er jetzt hier langsam verhängt, umzuladen, weil du brauchst ja nicht mehr ansatzweise APC. Wo schießt er bei ES4 hin? Ja, da hast du jetzt aber auf die Ketten geschossen, da hast du jetzt selber dumm. Also wenn die ES4 so gerade vor einem steht, dann kann man sogar oben durch die Frontplatte, man hat hier null Probleme an die ES4 in dem Winkel ranzukommen. Sobald aber die S4 auch nur ansatzweise
gesidescrapped kommt, hat man ein größeres Problem. Genau, hier einfach durch die Front, da brauchst du gar keinen APC. ESV-Z habe ich auch selber gebounced. Ja, der Chrysler hat ja auch schon RPC drin. Hey, what the fuck ist da los? Schon wieder alles so goldig. Ja, der WZ da, der kleine, kommt irgendwie nicht durch. Dafür kassiert jetzt hier Core von der ES7 und vom Chrysler von hinten. Der Chrysler kann natürlich immer noch wirken, obwohl T34 und Panther 88 eigentlich in der Nähe sind. Ja, haben jetzt hier aber den ES4 noch aufgeräumt, weil es aber ein sehr teure. Also sprich HP-technisch sehr teuer für Core hier, diese 2-3 Pänzerchen hier rauszuklicken. Jetzt geht's ja noch ein bisschen aufs Aufräumen. Und jetzt ist das Problem, dass die Gegner auf der anderen Flanke durchgebrochen sind. Also sprich, jetzt kriegt ihr nochmal eine von der Art, die nachgehackt. Och, das tat weh. Entscheidet sich jetzt hier doch, hat das Lebenskind nicht gezogen. ich glaube, ich beschleunige mal ein bisschen, weil wir wollen uns ja nicht den Chor anschauen, wie er hier schleicht, sondern wollen ihn in Action sehen. Ja, Chor, du schießt ja auch selber Gold hier, ne? Also, ich hätte ihn schon längst wieder umgeladen, nein, schon, als mir viel zu teuer wäre. Oh, da hat er nochmal kurz nach oben links geaimt. Was, leider dazu geführt hat, dass er verschossen hat. Oh, ich muss ganz kurz ans Telefon, weil, ne? Leute, die wieder nerven. Moment kurz. Wo kann ich hier Pause machen? Hier. So, hier bin ich auch schon wieder zurück. Tut mir leid für die Unterbrechung. Für euch war es ja gut. Für euch ist nur ein ganz kurzer Cut, aber. Egal, also sind wir stehen geblieben. Genau, Core ist jetzt hier wieder zurück in die Heimatfront angelangt. Der WZ-132 grad immer noch da oben am Rumcampieren. Das Objekt kommt jetzt über die Brücke rüber. Ist aber eigentlich auch One-Hit für Core. Das hat das gar nicht im hohen Alpha-Damage. Ja, der Ingenpanzer oben ist vielleicht einfach noch ein bisschen ärgerlich. Nicht unbedingt schlimm, aber halt einfach ärgerlich. Der 100 hat noch recht viel AP. Mit 1600. Der VK ist immer noch dort unten im Wasser, wieso auch immer. Ja, und jetzt kommt ein bisschen eine spannende Sache, der WZ auch immer noch dort, der könnte schon längstens irgendwas Gescheites machen. Das Objekt ist aber wieder umgekehrt, Richtung Panther 88 am Zielen. Das hat auch Boom gemacht, aber Panther 88 hat noch Leben. Schaut ihr gerade so ein bisschen rum, Alter, was mache ich hier eigentlich? Hat den Schuss vom E100 gebounced, hat ihm dafür eine 600 zurückgegeben. Hat auch schon 3200 Damage auf der Uhr, ne? Nicht schlecht. Hat hier natürlich auch immer noch die APC drin von vorhin, was gegen den 100 hingegen dann wieder so ein bisschen ne, vereinfacht. Ja gut, wow, jetzt die und auch durch VKBs, warum auch immer in der eigenen Base. Der VKP macht dort immer noch nichts komisches. Das Objekt, keine Ahnung, weiß man auch nicht so genau, was es macht. Der WZ vom eigenen Team weiß wahrscheinlich selber auch nicht so genau, was er macht. Oh, sehr gebounced an der Waffenblende vom Objekt, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Aber richtig unglücklich. Kriegt dafür das Objekt jetzt einen E5 raus. Und er muss aufpassen hier, Core, weil Core ist auch One-Hit. Ja, aber schön. Ja, jetzt gibt es halt noch der VK, der am Hochklettern war. Und der VKB, der in der Base ist, aber durch den WZ, der immer noch nichts macht, dort oben gespottet wird. Panther 88 ist irgendwie, keine Ahnung, ist der vielleicht irgendwie zu weit weggefahren? Also, keine Ahnung, was die zwei dort machen. Ich hoffe, der WZ hat ja laut der Uhr immer noch 600 HP und mit dem Panther 88 könnten die lockerst den VK rausnehmen. Aber wie gesagt, zuerst die Frage, wo ist der VK? Also der T8 VK, der 100-01P. Wahrscheinlich hochgeklettert, würde ich jetzt mal behaupten. Hat hier ein bisschen Schiss. Ich kenne den VK 101P selber nicht wirklich, also von dem her, ich kann nicht groß sagen, was der für eine Waffe drauf hat. Ja, also zumindest weiß ich, dass man dem nicht unbedingt auf die Upper Plate knallen sollte, sondern schon ein bisschen anvisieren. Und entweder auf die untere Wanne oder auf
Also entweder zwischen die Ketten, hahaha. Oder einfach mal stumpf auf den Turm ballern. Ja, genau, hier hat der Schuss jetzt schon besser getroffen. Ja, VKP hat natürlich hier mit AP keine Chance, dem Chor durchzukommen, wenn er sich so anwinkelt. Jetzt hat. HE sieht man auch selten, ne? Guck an, der WZ! Hat sich mal bewegt und kommt jetzt hinten abstauben. Oh Mann, den Typen, hey. Komm, Chor, krieg du den Kill bitte, nicht der WZ, danke. So, und jetzt, ja, sind gleich zu dritt noch gegen den VK und ich beschleunige sie wieder ein bisschen, weil man sieht da. Ups, jetzt habe ich eine andere Taste gedrückt. Chor ist hier nicht unbedingt der schnellste Panzer. Mit seinem Panzerkampfwagen 7. Und da machen wir es alles ein bisschen schneller, damit er wenigstens. Damit wir wenigstens ein bisschen Zeit einsparen können. Wow, machen wir nochmal ein bisschen schneller, weil ich glaube, wir wollen den Panzer nicht fahren sehen. Wie langsam das Teil ist, ne? Das ist unglaublich. Und wie die anderen einfach nichts machen. Doch, der WZ schießt ihn wahrscheinlich gerade drauf. Jetzt fliege ich ja nicht runter, bitte, danke. Boah, das ist noch voll, der VK. Oder fast voll. Was macht jetzt der WZ hier? Jetzt sage ich nicht, dass der WZ wieder climben will. Also. Nach gefühlt 7 Jahren hat sich den Chor auch mal hier wieder an die Front, an der Front eingefunden. Hat immer noch die APCR drin. Das ist ja scheiß teure Runde, ne, mein Freund? Das wird ja, das wird ins Credits gehen. Das werden wir nachher sehen. Gebraucht hättest du es eigentlich gegen niemanden. Vielleicht jetzt dann hier unten am Schluss gegen den VK, wenn ich mal gegen den. Problem ist, er ist halt auch mit ganz viel Pech One-Hit und mit Glück Two-Hit für den VKB. Und wenn der VKB APCR schießt, dann. Ja, jetzt hat er ja irgendwie blöd am Turm getroffen, weil er ein bisschen zu kurz eingeaimt hat. Also ganz einfach, hätte ein bisschen länger einvisieren. Er war ja nicht mal offen, das heißt, er hätte ja wirklich noch den Luxus gehabt, sag ich jetzt mal, hier noch ein Sekündchen länger einzuaimen. Ist jetzt ja auch offen, jetzt bleibt er stehen. Bouncen beide. Ich glaube, er hat auf die Unterwanne geschossen, ne? Oh, sieht man nicht genau. Schade. Der E5 hier ist der neue Rommel. Mit APC müsste ich genau was schon sagen. Muss schon unten durchkommen. VK hat jetzt auch APC umgeladen. Das ist hier wirklich Standard irgendwie. Mal schauen, ob jetzt... Ja, jetzt ist er durchgekommen. APC Unterwanne. Ja, nice. Der Panther 88 macht ihn noch fertig von dort hinten. Ja, auch nicht schlecht. Also, ihr seht, es war so ein bisschen komisches Gefecht, muss ich zugeben. Also, ich, keine Ahnung. Kollege Chor, du hast ein bisschen viel APC geschossen, was nicht gebraucht hat. Ich weiß nicht, ob du das irgendwann verhängt hast, dass du noch APC erschießt oder. Oder, ob das absichtlich aus Spaß und an der Freude gemacht hast. Der WZ hier, den muss ich ja auch schauen, was der gemacht hat, weil der ist ja wirklich die ganze Zeit dort oben gewesen. Der Panther 88 hat einmal die ganze Karte abgesucht, aber ja. Was soll's? An sich ein recht nettes Replay, 5700 Damage jetzt haben geschossen und auch recht nett gebounced. Hat nicht viel gespottet, aber ich meine, er hat den größten Teil vom Damage eigentlich selber gemacht. Ja, aber ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Gefechtsauswertung, wo es hoffentlich ein bisschen spannender, also wo die Auswertung ein bisschen spannender ist als jetzt hier, ne? Ihr wisst, was ich meine. Bis gleich! So, befinden wir uns ja auch schon in der Gefechtsauswertung. Wir haben hier gleich mal zu Beginn, sehen wir hier Stahlwand und Großkaliber und halt, was er alles angeschossen hat, der liebe Chor. Es gab nur, also nur in Anführungszeichen, erste Klasse, das sehen wir jetzt gleich weiter. Guck an, der WZ hat tatsächlich 4000 Damage dort oben snipen können. Finde ich recht spannend. 2200 davon gesniped, wohlgemerkt. Gespottet hat er eigentlich nichts aufgemacht. Doch, 3 aufgespottet hatte. Tatsächlich. Zweite Stelle ist der E5 gewesen, der mit Chor hier zusammengespielt hat. Also die zwei haben dann wirklich eigentlich das ganze Gefecht mehr oder weniger gemacht. Zusammen 11.000 Damage. Der Panther 88 tatsächlich so weit oben, obwohl er 5 Kilometer ist er gefahren. Aber ich glaube, der Chor selber ist auch extrem viel. Ja. Ah, so komische Runde irgendwie. Und hier aber 0, 0, 0, bisschen was, noch weniger als bisschen. Also ihr seht, das Gefecht ist ja an den 4, 5 Panzern zu Beginn aufgehängt. Bei den Gegnern haben wir den APC-erschießenden Chrysler gehabt. Den Send to Action X, wo man gar nicht wirklich gesehen hat.
E-100, der in der Base schlussendlich war, Objekt über die Brücke. Sprich, die Panzer, die auf seiner Flanke kamen, sind die alle unterhalb. Ja, die S4 hat doch 2-6 geschossen. Ja, guck an. Aber ja, kommen wir jetzt zum noch spannenderen Teil. 20 Schüsse hat abgegeben, davon 17 getroffen, davon 12 durch. Gut, ein paar Bounds sind wirklich Pech gewesen, dass an der, an das, am Objekt, das am ES4 eigentlich auch, hier und da hätte man vielleicht noch eine Sekunde länger einnehmen können. Waren ein bisschen, übereifige Schüsse, meiner Meinung nach. Aber eben, gibt zusammen 5700 Damage, hat, hier 15 Schüsse erhalten. Davon sind 8 nicht durchgegangen, das gibt 3500 geblockt, also hier wunderschöner Blocking-Wert. Der Panzer hat Panzerung eindeutig. Ja, 4 Kilometer gefahren. Das hat auch einmal um die halbe Map, ne? Ja, aber wie bereits gesagt, das Gold-Only-Schießen ging ziemlich tief in die Credits rein mit 81.000 minus, beziehungsweise netto 32.000. Hätte man hier sicher noch ein bisschen optimieren können, was den Credit-Output anbelangt. Und sonst, ja, ihr seht, XP gibt mit Premium 1600. Hat so, wie es aussieht, noch irgendwie, keine Ahnung, was eingeschaltet, dass er noch mehr gekriegt hat. Eigentlich ein recht langes Gefecht, ne? 30 Minuten, das ist wieder mehr obere Hälfte. Das hat nicht der VK, der hat auch nicht viel gemacht, ne? Komisch. Ja, war irgendwie, aber an sich so ein bisschen eine komische Runde. Aber war ein nettes Replay, immer wieder von einem netten Panzer, den man hier nicht so oft sieht. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch 6 wieder ein. Man hört sich. Auf Wiedersehen. Tschüss.